Hallo und herzlich willkommen zurück zu Breakwaters. Ich bin der Typ mit dem Bart und heute schmeißen wir die Pumpe an. Genau, das ist das, was ich mit euch heute machen möchte. Eigentlich hatte ich ja geplant gehabt, mich mal mit dem Hausbau zu beschäftigen hier. Ich bin aber wieder nicht dazu gekommen, Materialien zu farmen und Holz und all sowas. Und das hat leider wieder zeitlich nicht so geklappt, wie ich es ursprünglich geplant habe. Möchte mich dafür entschuldigen, aber das holen wir nach. Gar kein Problem. So, alternativ habe ich mir überlegt, ein Thema, wo ich mir die ganze Zeit schon überlegt habe, wozu ist das da, wie funktioniert das? Die Pumpe, genau. Ich möchte gern die Pumpe bauen, möchte gucken, was ich damit anstellen kann. Wozu brauche ich das Wasser? Brauche ich das, um Pflanzen anpflanzen zu können? Und ja, das möchte ich heute mit euch ausprobieren. Und nach einem kurzen Intro legen wir los. Bis gleich. So, kurz bevor ich das Video, die Aufnahme hier gestartet habe, konnte ich gerade noch mal so 20 Minuten aufbringen, um die Materialien für die Pumpe bzw. für die Wasserrohre zu farmen. Es ist eigentlich nur Bambus ist es, glaube ich, gewesen. Lass mich mal nachschauen. Ich habe es wieder nicht so im Kopf. Das ändert sich jetzt auch nichts daran, wenn ich eine Kamera anhab. Also es ist nach wie vor, ich habe es nicht auswendig gelernt, sorry. Genau, was haben wir denn hier? Genau, wir brauchen Bambus und wir brauchen Stöcke. Ja, Stöcke ist, ja, Stöcke musste einfach Büsche verprügeln hier. Finde ich auch total nervig, aber muss halt leider sein. Gut, als erstes würde ich sagen, bauen wir mal eine Pumpe, damit wir das Wasser überhaupt irgendwie abpumpen können. Dafür ist das Ding da. So, Materialien habe ich eingesammelt. Dann nehmen wir mal die Pumpe und legen die erstmal hier hin. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns ein paar Wasserrohre zurecht. So. Ich denke mal, da brauchen wir eine Menge. Also der Plan ist, ich werde es euch gleich zeigen. So, jetzt haben wir 11 Rohre. Der Plan ist, hier unten von diesem Tümpel, der sich hier befindet, eine Wasserleitung hier hochzulegen. Vielleicht sogar, ja, ich würde sagen, hier hin vielleicht. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, warum hier jede Menge Steine liegen, das weiß ich allerdings auch nicht. Ach so, das ist wieder der Baum, der sich bewegt hat. Die wandernden Bäume, also ich weiß auch nicht, wozu die da sind, keine Ahnung. So, ich hatte hier schon mal testweise so ein Wasserrohr gebaut. Das können wir eigentlich, ich weiß nicht, ob wir es benutzen können. Wir setzen erstmal die Pumpe ins Wasser. Wo haben wir sie denn? Genau. Also ich würde sagen, hier, wenn ich mir das Teil angucke, der... Achso, genau. Das matcht hier. Das sieht man ja schon. Und der abgeknickte Schnorchel nach unten, der muss wahrscheinlich ins Wasser rein. Dann setzen wir den einfach mal hier hin. So, ist das Ding unter Wasser. Und dann nehmen wir uns das erste Rohr. Dann nehmen wir uns das zweite Rohr. Und guck mal hier, man kann die sogar bewegen. Ach, guck mal hier, ich kann die sogar über Q, kann ich die ein bisschen hoch und runter versetzen? Ach so, nee, allein to terrain, also quasi dem Gelände anpassen. Ja gut, lassen wir uns nicht lange rumspielen, sondern setzen den einfach hier hin. Den auch hier hin, ich denke, da müssten wir eigentlich hinkommen. Aber so wie ich das sehe, werden die Materialien nicht reichen. So ein Scheiß. So, eins haben wir noch. Ich glaube, ich baue das mal hier kurz ab. Dann kriege ich wenigstens die Mats wieder. Und dann können wir gleich nochmal Stöcke sammeln gehen. So, was passiert denn, wenn ich die Pumpe anschmeiße? Das habe ich noch gar nicht probiert. Okay, also wenn ich... Den Hammer in der Hand habe ich eher nicht. So, Use. Ah ja. Okay, ihr könnt sehen, hier oben schwappt's raus. Gut, also brauchen wir noch ein paar Rohre. Ich würde sagen, die besorgen wir uns mal kurz, beziehungsweise die Stöcke dafür. Dafür brauchen wir nämlich eigentlich nur hier diese Büsche abzuschlagen. Natürlich sammeln wir die ganzen anderen Scheiß auch mit ein. Und wahrscheinlich sind wieder hunderte von Ratten hier drin. Mistviecherzeug.
Liegt hier noch einer? Oder ist das eine Beere? Nee, da liegt noch ein Stock. Oh, hier musst du wieder alles einsammeln. Genau. Und noch eine Ratte. Jawoll. Wegen einem Stock. Ganzen Scheiß eingesammelt. Also, ich habe neulich mal ausprobiert, was man mit den toten Ratten machen kann. Weil das heißt ja eigentlich, die soll man nicht liegen lassen, weil die nämlich noch mehr Viecherzeug anlocken. Erstaunlicherweise kannst du die als Brennmaterial benutzen für deinen Grill, für deine Feuerstelle. Also die Teile haben auf jeden Fall Sinn. Deswegen kann man die ruhig mitnehmen. Ist vielleicht ein bisschen makaber, die Tiere zu verbrennen, aber was willst du sonst damit machen? So, wie viele Stücke haben wir denn schon? 15? Ich glaube, 2 Stück brauchen wir pro Rohr. Das wären 7. Ach, lass uns mal 20 sammeln, dann können wir vielleicht 10 Rohre machen und dann müssten wir vielleicht sogar bis ganz hier oben hinkommen. Dann gibt es ja auch noch irgendwelche Sensoren, die man bauen kann. Habe ich gesehen. Weiß nicht, was die genau machen, aber auch das werden wir rausfinden. Komm mal her, du Ratte. Die können wir schon mal hier reinschmeißen. Hier, komm, ich zeig's euch gerade mal. Wenn ich den hier reinpacke, da kann ich hier die Ratten als, ja, als Brennmaterial. Ja. Was soll ich sagen? Ist halt so. Brauchen wir das gute Holz nicht reinschmeißen. Das brauchen wir nämlich mehr zum Bauen. So, dann können wir hier noch das Fleisch reinpacken. Kurz warten. Bambus müssen wir nicht mehr farmen. Da habe ich noch genug von. Ich glaube, 200er Stacks oder so, die fliegen bei mir in der Kiste rum. Deswegen müssen wir tatsächlich nur hier die Büsche abklopfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wo haben wir es denn? Da haben wir noch einen. Komm her. So, was, also ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, wer in den letzten 1-2 Tagen mal gespielt hat. Also von dem Tag des Veröffentlichungsdatums, also quasi heute. es gab einen Bug der Entwickler, den die nicht so eingeplant hatten. Und zwar war es auf einmal nicht mehr möglich, alte Save Games zu speichern, beziehungsweise sobald, was heißt zu speichern, zu laden, sobald du dich eingeloggt hast und hast deinen alten Spielstand geladen, hat es vielleicht 2-3 Sekunden gedauert und bei den meisten kam eine Unity-Fehlermeldung, es ist irgendwie die Entwicklungsumgebung für den ganzen Krempel hier von den Entwicklern und das Spiel ist abgebrochen. So, der Workaround dazu ist gewesen, einen neuen Charakter zu erstellen, eine neue Welt zu erstellen, dich einzuloggen, wieder auszuloggen und dann quasi mit dem alten, abgespeicherten Charakter dich wieder anzumelden. Beziehungsweise mit dem abgespeicherten Spielstand dich wieder anzumelden, genau. So, das hat auch bei mir relativ gut funktioniert, so wie ich im Discord gelesen habe, aber auch nicht bei allen, so dass die komplett einen, ja, wie soll ich sagen, eine Rolle rückwärts gemacht haben mit dem Patch und haben den nochmal überarbeitet und haben den getestet. Und heute Morgen tatsächlich, ich glaube um 2:30 Uhr nachts, kam dann die Meldung, dass dieser Patch irgendwie oder dieser Fehler, der aufgetaucht ist, dass sie den behoben haben und quasi den Spielstand wieder auf den Spielstand von vor, weiß ich nicht, 2 Tagen, also den aktuellen Stand des Patches wiederherstellen konnten. Also, wenn ihr bis jetzt das Problem gehabt habt und habt euch gedacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Scheißspiel, weil ja, wieder nur Bug und nervt und ihr könnt es wieder machen, sie haben es behoben, ist alles okay. So. Genug gelabert, wollen wir die Stöcke einsammeln. So, ich habe wieder einen Attributpunkt, den ich verteilen darf. Das mache ich doch auch gleich. Also ich mache die am liebsten hier in Ausdauer rein, weil damit kannst du tatsächlich die Stacks erhöhen, die du tragen kannst. Ja, also ja, beziehungsweise die Menge, wie in so ein Stack reingeht. Also ich bin jetzt, glaube ich, bei 22 Items pro Stack. Das ist schon ganz okay. Ich würde einfach nochmal einen reinsetzen. Ja, genau. So, wie viele Stöcke haben wir denn jetzt? 26. Das sollte eigentlich reichen, um hier hochzukommen. So, wenn ihr euch mittlerweile fragen solltet, wieso sehe ich den Typ mit dem Bart jetzt auch? Ja, ich habe für euch habe ich aufgerüstet und ja, in Zukunft Videos mit mir nur noch mit Facecam. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann weiß ich nicht, dann nehmt euch irgendwie Panzertape und klebt es über den Monitor. Was weiß ich, ist mir egal. Ihr müsst damit leben jetzt, so ganz einfach. Gut.
Ach, hier habe ich ja auch noch Stöcke. Okay, ich glaube, da können wir noch ein paar mehr bauen. Jetzt nehmen wir hier den Bambus noch und dann wollen wir uns noch ein paar Rohre herstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die fliegen natürlich alle erstmal hin, weil mein Inventar voll ist. Die kann ich gleich alle wieder einsammeln. Was ein Scheiß. Wie mich das abnervt. Oh, die kommen auch da rein. Gehen die auch noch hier hinten. Jetzt schwebe ich hier wieder Matrix-Style auf der Werkbank. Oder wollen wir hier gerade noch mal die Taschen wieder leeren? Wir können auch noch fertig rüsten. So, das kommt hier rein, das kommt auch da rein. Wie sieht's aus? Oh, essen könnte ich auch mal was. Wollen wir noch gerade mal machen. Ich könnte mich auch hinsetzen dazu, dann kann ich gleich noch ein bisschen Energie aufladen. Es sieht einfach so beknackt aus. Keine Ahnung, was die lieben Entwickler sich dabei gedacht haben. Nicht so schön. Gut. Aufstehen muss ich auch. Oh, dann wollen wir mal die Rohre weiter verlegen. Sorry. genau. Da noch einen hin und da noch einen hin und hier noch. Also das muss jetzt auch nicht schön sein. Zumindest haben wir mal das Wasser hier oben. Komm, die schmeißen wir auch noch eben hier rein. Auch noch mal kurz snacken, dann können wir uns noch ein, zwei Rohre herstellen und dann wollte ich mal schauen, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir die Wasserpumpe haben wir gemacht, dann haben wir hier eine Sensorpipe. Jetzt muss ich gerade mal kurz lesen, was hier steht. Ja, bewegt Luft. Aha. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das funktioniert. Aber wir werden es rausfinden. So, Yellow Shards brauche ich und Blue Shards für die Sensoren und Feuerkorallen. Hier habe ich doch hier auch in der Kiste. Haben wir doch, ah, sehr gut, 5 Stück. So, Yellow und Blue Shards. Nee, wollte ich doch nicht alle. Ach komm, nimm mit. So, hier, die muss ich erstmal zerdeppern. Das machen wir hier. So. Das ist ja eigentlich mal Treibstoff für mein Motorboot. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch gerne mal die letzte Folge an. Da habe ich einen gelben Kristallmotor ins Boot eingebaut, genau. Und ja, der ersetzt einfach das Segel. Also, wie gesagt, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut gerne rein. Ja, ist auf jeden Fall Mehrwert. Wenn du gerade so auf Erkundungstouren bist, das macht richtig Sinn. Gut, dann den wieder rein. Bambus brauchte ich, glaube ich, auch. So, und dann bauen wir uns mal die Sensoren. So, jetzt habe ich einen Sensor, der irgendwie anspricht, wenn man es über Wasser baut und einen, wenn man es unter Wasser, wenn der Wasserstand zu niedrig ist. Also ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe es. So, genau, die Feuerkorallen, die packen wir wieder hier rein. Nein, hier. Nein. Mein Gott. Hier. Das ist manchmal echt nervig. Oh, Sticks haben wir auch noch. Da können wir noch zwei, drei Rohre bauen. Das wollen wir auch machen. Eins, zwei, drei. Lasst uns mal hier Sensorröhren. Ihr wisst, was ich meine. Die anderen bauen. Keine Ahnung wozu. Aber wir machen es einfach. Oh, die Splitter schmeißen wir hier unten wieder rein. Den da, den da, den da.
Falls ihr übrigens auch am Spielen seid und habt euch mal gefragt, wo man dieses ominöse, ich zeig's euch, hier, dieses, also ihr seht hier unten, jetzt muss ich mit dem Finger hinzeigen, ihr könnt es ja gar nicht sehen, hier in der Materialliste, die ihr hier benötigt, habt ihr dieses Unobtanium, ja. Falls ihr nicht wisst, woher ihr das bekommt, kann ich euch beruhigen, gar nicht. Ist aktuell noch nicht vorgesehen, beziehungsweise das ist eigentlich ein Platzhalter, um diese Dinge einfach nicht bauen zu können, weil diese Teile einfach noch nicht implementiert sind im Spiel. Also alles, was Unobtanium benötigt, ist geplant, aber ist noch nicht umgesetzt. Also ihr braucht euch gar nicht verzweifelt auf die Suche danach begeben. Ihr werdet es nicht finden, es gibt es einfach noch nicht. Nur mal so Info am Rande. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen Flowerpot. Ich würde sagen, den bauen wir auch mal, weil wir wollen ja ausprobieren, was passiert, wenn ich so eine Dingens, Kirchens hier baue. So. Was brauche ich dazu? Genau. Dreck. Dreck. Und nochmals Dreck. Irgendwo habe ich doch hier Dreck. Ich glaube, hier draußen in der Kiste ist Dreck. Sag ich doch. Hier ist Dreck. Und dann brauchen wir noch Steine. Den Bambustan tun wir mal wieder hier rein. Tun wir mal wieder hier rein. Oh, super. Den legen wir hier hin. So, und dann bauen wir uns mal ein paar Blumentöpfe. Eins, zwei, drei. Und dann wollen wir mal kicken, was damit passiert. Was ich damit anstellen kann. So, den schmeißen wir hier noch rein. Ich habe auch schon Pflanzensamen, und zwar hier Feuerblumensamen. Die nehmen wir einfach mal mit. Und dann stellen wir die doch einfach mal hier hin. So, hier ist das Wasser am Plätschern. Ist natürlich schön. Oh, wo kann ich den hinstellen? Okay. Jetzt einmal Variante 1, Variante 2. Ich kann da gerade keinen Unterschied entdecken zwischen Variante 1 und Variante 2. Rotieren macht auch nicht viel Sinn. Komm, hingesetzt. So. Und dann kann ich hier, wenn ich einfach hier auf die 7 drücke, da habe ich unten meine Samen abgelegt, kann ich die hier drauflegen. Drauf ablegen. So, was machen wir noch? Dann machen wir das Ganze nochmal. Kommt noch einer hin. Ah, okay. Variante 1, Variante 2. Es gibt wohl einen Farbunterschied. Habe ich Variante 2 ausgewählt. Und das ist wieder der Bund. Ah, okay. Das ist der Unterschied. Also Variante 2 ist farbig. Variante 1 ist halt hier so ein Steinkrug. Gut, dann setzen wir hier auch nochmal eine Feuerpflanze rein und da auch. So, jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit machen kann. Wahrscheinlich beim Wachsen zugucken. Jetzt aber die Frage, was kann ich mit diesen Wasserrohren machen hier? Wozu ist das da? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass die Blumen irgendwie Wasser brauchen, oder kann ich da selber irgendwie draus trinken? Nee, ja. Dafür habe ich den Wasserbrunnen, den Wasserkrug. Da hinten, den Solarbrunnen, jetzt aber. Oder kann ich hier meine Flasche auffüllen? Lasst uns doch mal hier in die Schnellleiste ziehen. Aha. Okay. Nee, du sollst da irgendwas mitmachen. Macht aber nicht. Mann, halt's doch drunter. Kann doch nicht so schwierig sein. Hat die Pulle in der Hand und kriegt da kein Wasser rein. Wie doof ist der eigentlich? Na gut, also das funktioniert wohl nicht. Dann halt nicht. Wenn du dich so doof anstellst. Pech gehabt. Okay. Achso, jetzt habe ich ja hier noch die Sensoren. Lass uns mal anschauen, was mit den Sensoren passiert. So. Detects when water is below the sensors.
And detects when water is above the sensors. Okay. Achso, dann soll ich vielleicht hier reinlegen? Reinlegen, nicht wegschmeißen. So. Was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Was macht der dann? Schreit der Alarm oder was hat er? Wozu ist das da? Hm. Ja, was macht er? Da kann ich da die Dingsrohre dranlegen, diese Luftröhren. Aha, okay. Die kann ich hier so dran flanschen. Aber ist er jetzt damit verbunden? Ja, ne? Okay. Aber benutzen kann ich hier nichts. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen verplant bin, Leute. Ich muss selber rausfinden, wofür das eigentlich da ist. So. So, also die gehen hier schon mal nicht dran, die Wasserrohre. Also gehen tatsächlich nur die Luftröhre, also die Holzröhren, Rohre. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ach, guck mal, ich kann hier auch diesen hier senkrecht nach oben. Ah ja, okay. Aber was passiert da? Ich habe keine Ahnung. Mann. Oha, jetzt kommt der schon wieder. Geh weg. Was will der denn ständig von mir? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier mit so einem Becken leer kriege oder wozu das da sein soll. Also ich hätte jetzt mal hier eins reingebaut und würde es mal hier reinlaufen lassen. Keine Ahnung, ich bin mir nicht so ganz sicher, wozu das eigentlich da ist. Also grundsätzlich funktioniert es ja irgendwie. Aber wo der Sinn dahinter besteht, das erschließt sich mir gerade leider noch nicht. So, jetzt ist hier alles nass. Welche nasse Füße hier. Was denn? Vielleicht habt ihr eine Idee, wozu das da ist. Dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreibt, weil ich bin, ihr merkt ja gerade selber, ich bin gerade echt hilflos. Also nicht hilflos, aber schon ziemlich verplant. Mir fehlt da gerade noch so der Bezug dazu, wozu man es braucht. Also ich habe so eine Vermutung, dass man vielleicht Gebiete damit trockenlegen kann und bei anderen vielleicht das Wasser verdrängt. Also keine Ahnung, ob ich damit richtig liege. Das müsste ich dann im Nachgang nochmal probieren. Das werde ich auch tun. Aber jetzt ist halt blöd, das jetzt zu machen. Sonst würde das Video wahrscheinlich 2 Stunden lang werden, weil ich das hier ausprobieren muss. Aber ich werde es für euch rausfinden und werde es euch dann bekannt geben. Genau. Gut, jetzt wollen wir aber hier nochmal schnell noch ein paar Wasserrohre bauen. Aber vielleicht reichen die ja bis da hinten hin. Natürlich nicht. So, dann gehen wir noch mal kurz Stöckchen jagen.
Hier hauen wir auch noch mal kurz im Busch. Du sollst mich nicht von hinten anfallen. Also gar nicht anfallen, am allerbesten. So, jetzt sollten wir aber eigentlich genug haben. Ach, guck mal hier, wie viele Beeren ich habe. Die kann man sich eigentlich immer am Stück reinfahren. Hier, zack, zack, zack. Weg. Wenn das mal keinen Durchfall gibt. So. Mal gucken, ob das da reinfließt. Ah, guck mal an, da wird es unter Wasser gesetzt. So, jetzt weiß ich nicht, ob sich das da unten leert, ne? Oder ob das einfach nur an der Ebbe liegt nachher? Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal hier. Die eingepflanzten Feuerpflanzen. Weiß nicht, ob ich die ernten muss oder ob ich die dann einfach pflücken kann. Keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall nett aus. Also ich finde, das ist schon mal ein schöner Deko-Effekt, ne? So. Okay, also ich glaube tatsächlich, das ist dazu gedacht, um Gebiete trocken zu legen. Oder andere zu befüllen. Ich weiß nicht. Also ich würde es vermuten, weil es funktioniert ja eigentlich ganz gut. Wie ihr hier sehen könnt. So. Ich bin mir aber trotzdem noch nicht so ganz sicher, wozu das eigentlich da ist. Aber es sieht gut aus und es wird mit Sicherheit auch einen Sinn haben. Davon gehe ich mal schwer aus, sonst würden es die Leute ja nicht hier rein entwickeln, bauen, wie auch immer. Gut, Zeit ist schon wieder vorbei. Ich würde sagen, dann machen wir für heute auch Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage tschö mit Ö.